willkommen, lieber Karl-Edi. Ich freue mich sehr. Danke, Katja. Super, dass du heute bei mir im Mindstyle oder bei uns im Mindstyle Talk bist und vor allem, dass du hier auch auf dem Mindstyle Festival als Aussteller sowie auch als Speaker wirklich dein Wissen hier mit uns teilst und uns ja vorhin auch schon in eine großartige Meditation zur Selbstheilung mitgenommen hast. Dein großes Thema sind Klänge, Frequenzen und wie sie das Bewusstsein beeinflussen oder verändern können. Erzähl doch einfach mal mit deinen Worten zu deinem Thema, was macht dich da als Experten aus? Okay, ja, also ich freue mich sehr über das Gespräch. Und ja, es war eine ganz tolle Meditation, die wir gemeinsam hatten. Es ist natürlich super, wenn so viele Leute sind, ja, dann hat das ein ganz anderes Energieniveau. Und mit der Musik kann man natürlich Gehirnfrequenzen beeinflussen oder generell den körperlichen Wohlfühlzustand. Das kennt man ja sehr gut von der Filmindustrie. Also wenn man einen Film anschaut und ein bisschen auf die Musik horcht, dann eigentlich sagt uns die Musik, wann ist es zum Fürchten und wann ist es lustig und so weiter. Also die Musik ist da ganz, ganz wichtig. Musik macht etwas mit den Emotionen und dadurch auch mit dem Körper. Und das kann man natürlich gezielt einsetzen, ja, Musik zum Entspannen. Wenn man sich entspannt zum Beispiel, dann kann man sich besser regenerieren, dann kann man abschalten, kann man besser meditieren. Oder man kann auch besser konzentriert sein, das ist ein scheinbarer Widerspruch. Aber wenn man es genau betrachtet, dann ist es so, man ist nur dann wirklich konzentriert und das Gehirn funktioniert dann optimal, wenn wir innerlich ruhig und gelassen sind. Das heißt, Stress stört eigentlich auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Das heißt, es ist in jedem Fall immer gut, eine entspannte Grundhaltung zu haben. Also nicht nur beim Meditieren, aber natürlich generell im Leben. Ja, und wir machen halt seit 18 Jahren, wir sind jetzt im 18. Jahr, machen wir Entspannungsmusik. Wir haben schon über 40 CD-Produktionen gemacht mit unterschiedlichen Technologien. Also mit der Zeit haben wir uns ein ziemliches Know-how erarbeitet in dieser Richtung. Also wie genau müssen die Klänge, die Frequenzen, die Töne sein, die Akkordfolgen und so weiter, dass das einen neuronalen Effekt hat. Und das ist mittlerweile sehr komplex. Meistens hört man es gar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Die Musik ist irgendwie so, klingt irgendwie sehr angenehm, aber sie ist gespickt mit Effekten und das bemerkt man dann, wenn man es mit einem Kopfhörer hört. Also dann kommt man wirklich sehr gut runter, auch rasch runter. Mhm. Zum Beispiel als Einschlafhilfe oder als Hintergrund beim Meditieren oder viele Therapeuten verwenden diese Musik auch. Schulen verwenden die Musik bei Schularbeiten und so weiter, also für die Schüler. Also es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Und das arbeitet ja dann auch mit dem Unterbewusstsein. Ist das richtig? Oder wie ist die Wirkung? Was passiert im Gehirn? Die Musik, die ist eher auf der kognitiven Ebene, also setzt am Gehirn an, einerseits über die Ohren, andererseits aber auch über den Puls. Also es gibt ja diesen schönen Effekt, wo wenn die Musik ungefähr gleich schnell ist wie der Pulsschlag, dann passt sich der Pulsschlag nach ein paar Minuten an der Musik. Das heißt, das Herz schlägt dann genau im Takt der Musik mit. Und dann haben wir mehrere Musiken gemacht, die beginnen mit 60 Schlägen pro Minute, was für die meisten Menschen Ruhepulsbereich ist, und führen dann langsam hinunter auf 52 Schläge. Und das bedeutet, das Herz schlägt langsamer, dadurch sind die Gehirnfrequenzen langsamer, die Atemfrequenz ist langsamer, der Muskeltonus sinkt und der Hautwiderstand steigt. Also alle Symptome einer guten Entspannung. Also das setzt die Musik eher auf der körperlichen Ebene und auf der Ebene des Gehirns an. Und der Kontakt mit dem Unterbewusstsein kommt dann über die Sprache, über den Inhalt, was man da macht. Ja, zum Beispiel, da gibt es angeleitete Produktionen, die haben wir gemacht, autogenes Training, das zielt ja sehr auf das Unterbewusstsein ab. Oder etwas zum Traumen lösen oder etwas zum Loslassen, dass ich besser einschlafen kann. Oder eine Aussöhnung mit dem inneren Kind. Oder es gibt eine Produktion, die haben wir gemacht, das heißt innere Fesseln sprengen. Da geht es darum, sich mit den Eltern auszusöhnen. Also das habe ich so oft gemerkt schon bei Menschen, die hadern doch immer wegen irgendetwas mit ihren Eltern. Und es ist gut, dass man da mal reinen Tisch macht. Sonst kann man viel besser ins Leben starten. Und das setzt alles auf der Ebene des Unterbewusstseins auch an. Oder so das heutige Thema, das wir hatten, Aktivierung innerer Selbstheilungskräfte. Naja, man sagt ja, das Unterbewusstsein hat hier seinen Sitz. Das vegetative Nervensystem ist
repräsentativ für das Unterbewusstsein. Und da geht es darum, dass wir uns hier im Bauch entspannen, die Emotionen entspannen. Und dann kann man da auch ganz andere Programme installieren, zum Beispiel das Programm, ich bin vollkommen gesund, ich kann alles lernen, was ich brauche, bin voller Selbstvertrauen, ich richte mir mein Leben, das Leben ist ein Abenteuer und so weiter. Also da kann man sehr gut mit dem Unterbewusstsein in Kontakt kommen. Aber eine Voraussetzung dazu ist eine entspannte Grundhaltung. Also wenn man ein hohes Stresslevel hat, dann funktioniert dieser Kontakt zum Unterbewusstsein nicht so gut. Sehr schön. Ja, gut erklärt. Wunderbar. Die Zusammenhänge sind wirklich glasklar und macht so richtig Spaß. Und man bekommt Lust, auch das positiv einfach Dinge anzunehmen und einfach auch die Perspektive zu wechseln. Wie bist du zu dem Thema gekommen und wie ist es zu Neurotunes auch gekommen? Ja, das ist eine spannende Geschichte. In der Rückschau ist das immer irgendwie logisch, ja, weil ich war mein ganzes Leben lang Musiker und ich habe immer gern meditiert und dann macht man die zwei Dinge halt zusammen. Ja, das ist irgendwie logisch. Aber ich war damals extrem orientierungslos im Leben. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und da hatte ich eine sehr intensive Meditationswoche in Indien verbracht, in meiner Orientierungslosigkeit damals. Und das war, ich glaube, meine furchtbarste Woche vom ganzen Leben überhaupt. Also ich hatte eine Midlife-Krise damals, ich bin gerade 40 geworden, so in dem Zeitraum. Und ich habe mein Leben reflektiert und bin draufgekommen, ich habe noch nichts gemacht, ja, was irgendwie Sinn macht im Leben. Und alle Probleme, die ich so weggedrängt habe, sind alle zu mir her. Und ich habe eine ganze Woche verbracht in meinem Elend da. Und nach kurzer Zeit habe ich mir gedacht, nach zwei Tagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich flüchte, ich fahre nach Goa, lege mich in die Sonne, so wie die anderen auch und so. Das habe ich dann nicht gemacht, bin dort geblieben. Und das Interessante war, nach einer Woche war das zu Ende. Also der Prozess war zu Ende und ich bin wach geworden, es war Sonntag in der Früh. Und ich habe gemerkt, alle Last ist abgefallen von mir, ich bin da durch und ich war extrem glücklich und befreit von all dem. Und dann bin ich noch ein paar Tage geblieben dort, in diesem wunderschönen Ashram. Und dort hatte ich einige Ideen bekommen, Impulse für für mein weiteres Leben, nachdem ich so die Altlasten aufgearbeitet habe. Und das war eins davon, dass ich eigentlich selber Musik produzieren könnte. Ich habe dann gleich einen Freund gefragt, der hat ein Musikstudio gehabt in der Zeit in Wien. Mit dem haben wir die ersten Produktionen gemacht. Mittlerweile habe ich selber ein Studio, also in der Neurotunes Akademie, und da produzieren wir, also jedes Jahr machen wir einige CDs, MP3s zum Downloaden. Ja. Das macht wirklich Spaß. Und die Kreativität ist hier so groß, also es gibt, ich glaube, wir könnten sofort 30 neue Produktionen machen. So wie es meine Zeit halt erlaubt, machen wir neue Musik dazu und ein neues Thema, das ich dann wieder bespreche. Ja, so. Ja, da sind wir halt immer besser geworden in der Zeit und das Studio ist immer professioneller geworden. Das ist mittlerweile ein Top-Studio. Und ich habe dann auch eine Sprecherausbildung gemacht, dann 2 Jahre Sprecherunterricht genommen. Ja, und so fügt sich das halt so Schritt für Schritt und haben mehrere Bausteine zusammengefügt. Schön. Ja, also Neurotunes ist ja auch auf dem Markt bekannt, wer sich mit dem Thema auch Persönlichkeitsentwicklung oder Reflexion beschäftigt, kennt euch. Wie würdest du deinen Job einem Kind erklären, einem Sechstklässler, was du tust? Na, da würde ich sagen, es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich mache Musik. Ja. Musik zum Einschlafen, zum Entspannen. Und das zweite ist, ich bin sowas wie ein Trainer, ein Lehrer. Ich halte Seminare zur spirituellen, persönlichen Weiterentwicklung. Also wenn man persönlich wachsen möchte und einen guten Kontakt zu sich aufbauen möchte und seine Ziele im Leben verwirklichen möchte, da kann man zu uns kommen. Und da gibt es auch viele andere Trainer, die bei uns arbeiten. Und in diese Richtung arbeiten wir. Ja. Versteht das ein 6-jähriges Kind? Ich glaube schon, ja. Auf alle Fälle. Wie kommst du in deine beste Kraft? Auch mit Musik, wie empowerst du dich selber? Oder gibt es da vielleicht noch andere Dinge, die du für dich tust? Ich glaube, das ist sehr komplex. Mittlerweile sind mehrere Komponenten, auf die man achten sollte. Das eine ist, ich mache regelmäßig Bewegung, also Sport, ohne dem fühle ich mich nicht wohl. Bei der Ernährung muss ich Acht geben. Also wenn ich da nicht achtsam bin, das haut mich aus meiner Mitte, das ist nicht gut.
Und das sind mal zwei Basisfaktoren. Und dann höre ich natürlich unsere eigene Musik sehr gerne, sehr oft. Ich meditiere sehr viel. Ich mache jeden Tag in der Früh, habe ich so meine Morgenrituale. Ich bin ein Morgenmensch, ich stehe sehr früh auf. Und da hat man dann in der Früh Zeit für sich selbst, wo ich mich selber in meine Mitte bringen kann. Und was auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist der Sinn im Leben, dass man das, was man macht, gerne tut, ja, dass man glücklich ist bei dem, was man tut, dass man in der Früh schon aufsteht und sich darauf freut, was man tut. Also das Sinn im Leben ist eine ganz großartige, also eine sehr wichtige Komponente. Ja. Und das hat man ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn das was Schönes ist oder ja, für mich beglückend oder ja, so aus tiefster Seele befriedigend ist oder erfüllend ist, was man tut. Ja. Und das sind halt so all diese Bausteine. Und manchmal, das Leben ist ja sehr lebendig und man kommt dann in Situationen, da ist man gefordert und da muss man ein bisschen nachjustieren, mal hier, mal hier. Aber so im Wesentlichen sind das diese Themen. Sehr gut. Damit führst du mich direkt zu meiner nächsten Frage. Was bedeutet Glück für dich? Naja, das sagt man so schön, es gibt zwei Arten von Glück. Das eine ist Glück haben, das andere ist Glück sein, glücklich sein. Das Glück haben, da kann ich sagen, ich habe immer sehr viel Glück gehabt im Leben. Also allein, dass ich in so einem schönen Land wohnen darf, dass ich diese Arbeit tun darf, dass mein Körper gesund ist und so weiter. Also das finde ich wirklich Glück haben. Ja, da bin ich sehr gesegnet und auch sehr dankbar dazu. Und das andere ist glücklich sein. Und da glaube ich, das muss man sich selber schaffen. Ja, und das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Also das, was einem als 10-jähriges Kind, als 20-jähriger, 30-jähriger Mensch, was einem da glücklich gemacht hat, das verändert sich dann. Und insofern muss dieses Glück, glücklich sein, immer neu erschaffen werden. Und da ist halt wichtig, dass man einen guten Kontakt zu sich selbst hat, sich selbst gut reflektieren kann, auf die innere Stimme hören kann. Was ist denn mein nächster Schritt? Was soll ich denn tun? Was soll ich verändern? So, dass es wieder stimmig ist im Leben. Und das ist halt ein permanenter Prozess. Wohl wahr. Schön, dass du mir zustimmst. Auf jeden Fall. Also ja, ich kann mir da genau, kann das mit unterschreiben. Na, schön. Karl, wenn du einen Spruch, ein Motto auf ein Banner schreiben darfst, das Banner hängen wir jetzt an einem Flugzeug, das fliegt über ganz Österreich, über die ganze Welt, alle dürfen das sehen. Was schreibst du drauf auf dieses Banner? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man draufschreibt. Was ist die erste, die dir einfällt? Ja. Vielleicht, das kommt mir jetzt in den Sinn, das verwende ich nun mal nicht so oft, aber es gefällt mir sehr gut. Das Leben ist ein Spiel, spielen wir es. Zufrieden? Ja. Passt gut zur Musik, weil die wird ja auch gespielt. Wird auch gespielt, ja. Die Teile dazu, die Instrumente, die Klänge. Und man natürlich selbst, was man aus der Musik macht. Wenn du jetzt junge Menschen oder Menschen, die vielleicht jetzt mit der Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so viel in Berührung gekommen sind, vielleicht auch ähnlich wie es dir damals ging, bevor du nach Indien abgehauen bist, was würdest du diesen Menschen als Hinweis, als Empfehlung auf den Weg mitgeben? Ach, die sollen, das ist ganz einfach, die sollen das machen, was ihnen Spaß macht, ja, was sie glücklich macht. Und wenn Sie das noch nicht wissen, wie finde ich das denn? Ah, das ist ganz einfach. Da kann man sich selber heraus ausprobieren. Ja. Also alles Mögliche probieren und dann merke ich dann, ah, das gefällt mir gut, dann mache ich mehr und das gefällt mir nicht so, dann mache ich weniger. Also gut, dass ich das ausprobiert habe, aber das ist nicht meins. Und so hat man das ganze Leben lang Zeit, sich auszuprobieren. Also da kann man ruhig auch verrückte Sachen machen. Und manches hackt man ab und bei manchen bleibt man hängen, weil es einem fasziniert. Und ja, da gibt es ja in unserer Zeit ja, extrem viele Möglichkeiten, ja, sich zu informieren oder sich auszuprobieren. Es gibt so viele Angebote dazu. Also ich glaube, den einzigen Fehler, den man wirklich machen kann, als generell als Mensch, insbesondere als Junger, ist nicht zu leben, also nicht am Leben teilzunehmen. Also raus ins Leben, sich ausprobieren. Das Leben hat so viel zu bieten. Man hat da nichts zu verlieren im Leben draußen, sondern nur, wenn man zu Hause bleibt. Ja. Draußen passiert das Leben. Ja, genau. Sehr schön. Ja, danke lieber Karl Edi für dieses wundervolle Interview und für die Einblicke auch in deine Arbeit und die Themen,
ja, wie du die Menschen unterstützt mit Neurotunes, mit deinen Klängen, das ist, ja, das kann viel bewegen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier im Mindstyle Talk mit dabei warst, dass du auf dem Mindstyle Festival bist und uns hier unterstützt mit deinem Wissen. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, liebe Katja. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. Danke.